Maßnahmen die FPÖ und die ÖVP gemeinsam getätigt haben und bis heute nicht der Auffassung sind, dass es ein Fehler war, war nämlich die Verlängerung der Probezeit von Lehrlingen, und zwar auf 3 Monate. Und das ist bis heute ein Skandal. Sie haben weitere Grauslichkeiten vorbereitet. Ob das der 12-Stunden-Arbeitstag ist, wie das die ÖVP fordert, ob das sind mögliche Privatisierungen oder ob das ist eine längere Wochenarbeitszeit. Und habe auch ein bisschen die Chronologie des Scheiterns mir zusammengeschrieben für Freien, für die ÖBB von einer Staatsbahn. Ja, die ÖBB sollte in Zukunft in neuen Firmen sein. Regierung verhindert Lehrlingsausbildung bei den ÖBB. Eine erfreuliche Nachricht, wir wurden von Schwarz-Blau erlöst. Und mit Doris Kures seien wir wirklich jetzt in guter Zusammenarbeit, dass wir die Lehrlingsausbildung, so wie sie jetzt ist, erhalten und auch noch ausbauen. Der Herr Spindlecker gesagt, Privatisierungen werden in der nächsten Legislaturperiode an der Tagesordnung stehen. Dafür müssen wir uns aussprechen und da werden wir den längeren Atem haben. Da spielen wir nicht mit, liebe Kolleginnen. Wir lassen uns unsere ÖBB nicht verscherben an Millionäre, nicht an Milliardäre, an niemanden. Die ÖBB muss so in dieser Form, wie sie ist, für Mobilität sorgen und muss in Staatshand bleiben. Der kommenden Naht. Wir sind die Zukunft und wir sind die Tatsache.